Von Bedeutung habe ich nicht wirklich dran gedacht, muss ich sagen. Also ich kam einfach, um das zu erleben, wie das ist. Es ist das erste Mal, dass sie das machen und ich fand es interessant. Ich finde, es ist gut gelungen, weil es auch eine gute Mischung ist zwischen die deutsche Kultur, das, also die Mischung zwischen einer deutschen Schriftsteller, eigentlich, der ein Buch über Israel gelesen hat. Ich fand das eigentlich gut gemacht in dem Fall. Und das war ganz gut gemacht, glaube ich, für beides Publikum. Das war auch ganz gut gemischt. Und ich würde mich wie das, und auch das Programm war interessant, und ich würde freuen, ein zweites Mal in Habayit zu sein. Hast du dir vorher Gedanken gemacht, was du heute Abend sehen wirst? Ich habe das Buch gelesen und dann natürlich schon gefragt, welche Seiten oder Szenen sich dafür eignen. Und dahingehend war ich schon ein bisschen gespannt, so, ob das auch meine Erwartungen erfüllt oder so, bis das dran kommt und, oder eben das. Markus Klor ist eigentlich ein sehr gefährlicher Mensch. Hapoel Tel Aviv ist gegen Saint-Étienne aus dem UEFA-Pokal geflogen. Ein iranischer Stürmer hat sich bei der WM geweigert, mit einem Israeli gleichzeitig in den Pool zu steigen. Und Lothar Matthäus wird zur neuen Saison Trainer von Maccabi Netanya. Lothar? Lothar! Ich versuchte mir Lothar vorzustellen, wie er in der Kabine bei Maccabi Netanya stand und 20-jährigen Israelis erklärte, wie sie gegen Gewalt treten sollen. Ansonsten war ich gespannt, auch zu sehen, wie es halt diese Habayit-Initiative, was das ist, wer da zusammenkommt. Und, genau. Geplant ist ein Haus, Habayit, zu haben. Ein Zuhause, an dem jeder von euch in Berlin Israel begegnen kann. Bisher gibt es diesen Ort noch nicht, aber man sagt ja, home is where the heart is. Das war ganz großartig und für mich auch was sehr Besonderes. Schlicht und einfach, weil die Hälfte des Publikums Israelis waren. Und ich war auch unglaublich nervös heute, sehr viel nervöser als vor den anderen, vor den anderen Lesungen, weil ich meine, die wissen ja, wie es da ist. Also im Zweifelsfall könnte ja jemand aufstehen und sagen, das ist aber nicht mein Land. Was redet der da vorne? Wie ich jetzt diese Lesung gehört habe und auch die Reaktion und auch was er da beschrieben hat, gibt es noch viel, wo man sich erstmal kennenlernen muss eigentlich. So, um erstmal so eine gewisse Schicht so zu durchdringen. Vamos, vamos, vamos.